Hallo Crew, willkommen zurück zu Farming Valley. Ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt mal ein bisschen, mit Blick auf die Zeit, naja, knapp 10 Uhr, wollen jetzt mal ein bisschen farmen gehen, und zwar nach Eisen und nach Kohle und am besten auch nach allem anderen Krams, den wir noch so brauchen. Ich habe jetzt hier meine 7 Sachen gepackt, habe mir Essen mitgenommen, Trinken mitgenommen, ist gerade noch mal eben kurz meine Arbeit verrichtet und wir werden jetzt einmal unten in die Höhle gehen. Ich zeige euch die mal. Die ist ziemlich groß bei den NPCs. Ich bin da einmal aus Versehen reingefallen, weswegen ich sie gefunden hatte. Und ich denke mal, dass das sehr. Ja. Ihr seht jetzt übrigens hier die Spezialfähigkeit meines Schwertes. Das Gute ist, ich kriege sogar Cooked Meat. Also direkt. Ich brauche es nicht mehr im Ofen zu kochen. Aber natürlich nur, wenn das Schwein brennt. Jetzt hat es natürlich nicht funktioniert, aber. Darum soll es jetzt auch nicht gehen. So, hier ist die Höhle. Ich werde jetzt erst einmal mir die Fackeln noch ausrüsten. Habe mir auch noch ein zweites Schwert mitgenommen. Und dann werden wir jetzt mal hier in die. Oh, und jetzt geht's wieder los. Und weil wir jetzt ja schon ein bisschen stärker sind, macht uns das nicht mehr allzu viel aus. Ich wundere mich gerade, warum ich mein Herz nicht regeneriere. Dankeschön. Ich mache denen nicht besonders viel Schaden, weil mein Schwert leider noch nicht so hoch vom Level ist. Aber dadurch, dass die anfangen zu brennen, machen die immer wieder so ein bisschen, kriegen die immer wieder so ein bisschen Schaden ab. Mal jetzt hier erstmal ein paar Fackeln rein. Ja, den Creeper, den sehe ich auch. Alles gut. Den kriegen wir schon hin. Der darf auch gerne explodieren. Möchte er aber gar nicht. Ja. Jetzt ist er auch tot. So, mein Iron Sword has leveled up to Level 3. Das heißt, wir können mal kurz gucken. Wir können jetzt auch Frost oder Poison nehmen. Ich würde jetzt Poison noch dazu nehmen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unsere Gegner zu befeuern oder sie sogar zu vergiften. Ich sehe da hinten ganz viel Kohle, aber ich möchte hier erstmal das Eisen abbauen, was wir hier haben. Mal kurz geguckt, ob ich auch aufnehme. Manchmal vergesse ich dann den Aufnahmeknopf zu drücken, aber ich habe tatsächlich hinbekommen. So, dann sammeln wir jetzt mal ein bisschen. Hier ist das ganze Eisen versteckt. Das habe ich nämlich direkt zu Anfang gesehen und dachte mir, die Höhle, die lohnt sich eigentlich schon aufgrund dessen einfach. Man sieht auch meine 2 Todespunkte gerade sehr lustig. Immer noch in der Ferne. Ich weiß, ich könnte jetzt auch einfach eine ganz normale Stone Pickaxe nehmen, aber es geht einfach schneller. Und ich möchte mich hier nicht unnötig lang aufhalten. So, das war jetzt sehr knapp. Da unten sind so Glow-Pilze. Die sind auch ganz praktisch eigentlich. Aber erstmal möchte ich, glaube ich, hier in den kleinen Gang rein, einfach um zu schauen. Da gibt es nämlich auch ein paar Glow-Pilze. Die können wir auch abbauen und mitnehmen. Das ist eigentlich auch ganz nice. Und hier können wir dann direkt mal reinluschern. Hier sind nämlich auch noch welche. So. Diese Pilze sind auch sehr hell. Also, das habt ihr ja gerade gesehen. Es war hier eigentlich nichts drin an Fackeln oder sowas. Aber trotzdem waren die Pilze sehr hell. Ich muss immer ein bisschen auf mein Essen und meine Trinkenanzeige achten. Das hat mir schon so einiges mal fast den Hintern gekostet, weil ich es nicht getan habe. Fledermäuse im Übrigen sind nette Gesellen, habe ich mitbekommen. Das heißt, wenn man die nicht angreift, tun die auch nichts. Ich glaube sogar, selbst wenn man sie angreift, tun die nichts. So, es ist hier natürlich ganz dunkel, weil ich die ganzen Glowpilze weggenommen habe. Und hier setze ich dann direkt mal Fackeln hin, so. Damit wir nicht gleich zufällig einmal überrascht werden. Kann man was essen? Einmal gucken. Das reicht nicht mehr. Wir können jetzt Fisch essen. Fisch hatte ich auch noch mitgenommen. Fisch ist auch immer gut. Trinken würde ich jetzt noch nicht, weil ich glaube, eine Wasserflasche um die 4 Tropfen auffüllt. Das heißt, es lohnt sich jetzt noch nicht wirklich. Aber hier fürs Eisen hat es sich schon gelohnt. Vielleicht haben wir hier hinterher auch. Oh. Okay. Hier ist noch ein Stück Höhle. Also, ihr seht, es ist sehr. Da kommt jetzt erstmal ein. Hallo, Zombie. Ich glaube, den habe ich vergiftet, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt natürlich hier super viel Pech haben und einfach hier. Okay. Hier sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein. So viel steht schon mal fest. Ich werde jetzt auch nur schnell die Kohle hier mitnehmen und dann, glaube ich, wieder Richtung
nach oben gehen. Hoffe, dass jetzt hier kein Zombie sich von hinten anschleicht und mich da runterschubst. Das wäre nicht so nett. Weil meine ganzen Sachen wären halt komplett weg. Mal ein bisschen leveln. So. Setz auch wieder ein bisschen Musik ein. Also ich muss mit der Musik immer ein bisschen gucken, weil manchmal hat Minecraft tatsächlich eigene. Und manchmal nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Baue ich mich hier hoch, ich glaube. Ein bisschen hochbauen. So. Zack. Oh, und hier ist eine super Kohleader, die wir auf jeden Fall gut mitnehmen können. Ich werde mal schauen, ob ich die Folge für euch schneide, dass es nicht allzu langweilig wird. Wie diese Stumpfe abbauen und klar könnte ich euch jetzt einen vom Pferd erzählen, aber ich glaube, ist auch klar, dass das ein bisschen schwierig ist, einem da einen vom Pferd zu erzählen. So, hier aufmachen. Die Kohleader ist auf jeden Fall sehr ausgiebig, muss man sagen. Und Kohle ist immer gut, von daher alles mitnehmen, was geht. Immer sehr praktisch. Ich glaube, das war's. Das ist auch nicht allzu schlimm. Das war jetzt eine Menge. Können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. So, ich würde tatsächlich nach oben hin weitergehen. Ich glaube, hier waren auch Viecher. Also, das sehe ich doch was. So. Gravel. Wohl. Ich glaube, ich gehe hier lieber wieder zurück. Hier kamen wir, glaube ich, her, ne? Ja, Frage ist jetzt nur, von hier oder von da? Ich glaube, das ist egal, weil ich war, glaube ich, in beiden Seiten schon. Hallo! Oh, das ist ein guter Zombie. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Hier einer mit Wackelaugen. Ich weiß nicht, ob die Zombies sogar Level haben. Ich glaube, die haben Rüstung, ne? Ich glaube, das war das Problem. So, hier können auf jeden Fall keine Zombies mehr spawnen. Aber hier ist der Weg, wo wir reingehen. So, jetzt werde ich was trinken. Seht ihr? 4 Tropfen sind aufgefüllt. Das heißt, es lohnt sich wirklich erst richtig da unten. Oh, da unten ist eine Menge. Oh. Ich möchte da runter. Ich bin in sowas immer super schlecht. Meistens bringe ich mich dadurch immer selber um. Also hoch ist definitiv einfacher. Oh, das ist jetzt auch gerade echt ein bisschen risky. Ich glaube, ich kann auch ins Wasser springen. Aber ich will das nicht riskieren. Ich möchte da wirklich jetzt nicht sterben hier. Das wäre zu krass. Ich gehe jetzt erstmal hierher. Nächste Folge gehen wir dann da runter. Oh. Hab dich gehört. Oh, da ist so ein... Oh, der war aber schnell tot. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Mal hier direkt was reinmachen, dass die hier nicht wieder spawnen. So. Wassereimer habe ich logischerweise jetzt nicht, aber ich setze einfach mal den. Da sehe ich doch noch ein paar Freunde. Hallo. Hier würde ich auch sehr gerne rein, wenn ich ehrlich bin. Bin ich voll? Ja. Ansonsten könnte es jetzt eklig werden. Oh, das könnte... Oh, das könnte richtig knapp werden. Oh, oh, oh. Uiuiui, das war jetzt lucky, dass das alles so geklappt hat. Okay, können natürlich auch von oben kommen. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Erstmal muss ich jetzt was essen. Darf ich hier rein? Vielleicht? So. Hier safe? Ich glaube. Ich verstecke mich jetzt einmal kurz hier drin, damit ich was essen kann. Was essen wir denn? Hier, not eaten yet. Das hört sich doch super an. Können wir das essen? Können wir nämlich regenerieren? Dann können wir weitergehen. Das Doofe wird jetzt auch wieder sein. Mein Schwert ist gleich kaputt. Irgendwo wird sich dann wohl mal ein Schmied finden müssen, weil ich level das Schwert und sobald das Schwert kaputt ist, ist alles weg. Das ist im Moment noch ein bisschen doof irgendwie. Was ist denn da oben? Ist das nur eine? Oh Gott. Movement-Krüppel. Volker ist am Start. So. Da.
Ja, die Eisenohr, die war jetzt nicht so gut. Und das ist ein Zauberer. Alles klar. Beziehungsweise eine Hexe. Ihr sagt ja mal, das sei eine Hexe. Das Problem ist, ich glaube, da unten ist noch was anderes. Es ist nicht nur die Hexe hier. Hi. Komm doch mal hoch. Ich fände das voll cool, wenn du mal hochkommen würdest. Ja, komm. Oh Gott. Okay, es ist mittlerweile ein One-Hit. Alles klar. Damit habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gerechnet. Ich mach mal hier noch so ein bisschen Zeugs. Hi. Nein, du bist lieb, ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob alle lieb sind von denen. Also mich greift das auf jeden Fall nicht an. Hier ist Wasser. Das kommt von oben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt hier unten. Ich werde mich so hart verlaufen. Ich muss auch wieder zurück eigentlich. Ich muss nämlich wieder natürlich auch weiter farmen, ne? Wir wollen ja auch mal irgendwann. Mal mein Schwert in die Hand, aber ich glaube, wir sind hier wieder am Anfang. Yes. So. Dann verlassen wir die Höhle, glaube ich, für heute. Gehen wieder zurück, gehen eine Runde schlafen. Müssen jetzt natürlich sau aufpassen, weil hier alles voll Zombies ist. Au. Arsch. Natürlich schauen. Auch da ist so ein Ding mit Goldrüstung. Ih, das ist ja auch ekelhaft. Okay, alles klar. Oh Gott. No, no, no. No, no, no. Oh, fuck. Mal ein bisschen laufen jetzt hier. Ah, ach ja, super. Das ist ja herrlich. Ich glaube, wir haben ein Problem, Leute. Ich glaube, wir müssen uns irgendwo bei den NPCs verstecken. Darauf hoffen. Hi. Holy shit. Okay, ich werde hier die Aufnahme beenden und die nächste. Hallo? Baby Creeper. Aua. Aua. Oh, fucking hell. Oh, scheiße. Ich bin sowas von am Arsch. Ich bin sowas von tot, Leute. Ich bin sowas von tot. Ich jetzt hier nicht gleich irgendwas finde, wo ich mich einbauen kann, bin ich tot. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir essen können. Ich glaube, Melone ist noch ganz okay. Holy Kack. So, dann kann ich jetzt erstmal Herzen generieren, bevor wir irgendwas anderes machen. Was ist das denn hier? Oh, really? Arschlochspinne ist on the run. Jetzt kann ich mir jetzt mal alles von hier oben aus angucken. Oh, oh Gott! Eieiei! Oh! Oh Gott! Da kommt die einfach gesprungen. Der hat eine Goldrüstung. Da habe ich niemals. Da habe ich überhaupt keine Schnitte gegen, ist das Problem. Und bei meinem Glück droppt der mir auch nichts. Also. Ja, ich sitze jetzt erstmal hier oben fest, würde ich sagen. Ja, wir können auf jeden Fall erstmal was essen. Oh, Kacke. Oh, was trinken. Damit wir voll sind. Ich kann mein Schwert auch nicht leveln. Ja, komm hier hoch zu mir, komm. Komm, Spider, Spider. Komm. Wie fies sie ist, die haut mich bevor. Ist sie jetzt tot? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht safe für mich hier. Ist hier definitiv runter, so. Ich bin echt gerade so ein bisschen panisch, muss ich zugeben, weil. Einfach eine rohe Kartoffel essen, das hat sehr viel gebracht. So. Oh Gott, jetzt
Jetzt müssen wir einfach nur darauf hoffen, dass wir die Nacht irgendwie überstehen. Also hier laufen auf jeden Fall eine Menge Zombies bei den Villagern rum und ich verstehe das gar nicht, weil die haben hier alles ausgeleuchtet mit Fackeln. Oh, ich glaube, die werden jetzt so langsam anfangen, kaputt zu gehen. Die Sonne geht auf. Oh, wenn wir das überleben. Ich wäre so dankbar. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Wir müssen nämlich noch unsere ganze Ernte gießen. Es wäre jetzt blöd, wenn wir sterben, weil eigentlich schon ziemlich... Ich laufe jetzt mal los. Ich weiß, das zieht unheimlich viel. Oh Gott. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt noch ein Enderman dabei. Der Blöcke klaut. Ich gucke ihn nicht an. Lalala. Nein, ich habe dich nicht angeguckt. Du brauchst mir gar nicht hinterherlaufen. Ich bin einfach noch zu wenig gerüstet für sowas. Normalerweise sind Endermen ja jetzt auch nicht... Es regnet, ich muss nicht gießen. Oh, for heaven's sake. Oh, es nimmt mir auf jeden Fall jetzt einigen Stress ab. So, wo ich eigentlich gerade schon die Folge beenden wollte, tue ich es jetzt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzugucken, wie ich hier wieder komplett versage irgendwie. Aber naja, soll ja auch unterhaltsam sein, würde ich sagen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut!